Hallo und herzlich willkommen im Wald. Sorry für die Wackelkamera, aber ich bin mal wieder zu faul, jetzt wegen jedem Mist das Stativ aufzustellen. Und es geht um das da. Das ist eine Kastanie und zwar eine Edel- oder Esskastanie und damit auch die richtige Kastanie unter den beiden Kastanien, die wir in Deutschland vorfinden. Denn die Rosskastanie ist eigentlich gar keine Kastanie. Die heißt nur deswegen so, weil die Dinger so die Früchte wie Kastanien aussehen und aber nur dem Rost schmecken. Und demzufolge ist es quasi die schlechtere Kastanie. Das hier ist die bessere. Edlere Kastanie und heißt deswegen auch so, denn sie hat halt eben diese großartig schmeckenden, leckeren Maroni-Früchte. Nüsse, genau genommen. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie das Ding aussieht. Ja, zunächst mal zur Borke. Es handelt sich um eine relativ grobe Borke in einzelnen Streifen, die dann nach oben führen. Das kann man besser sehen, wenn man etwas weiter weg ist von dem Ding. Also das sind so einzelne lange Borkenstreifen. Oft findet man auch einen Drehwuchs, sprich die verlaufen also quasi schräg um den Baum gedreht entlang. Das ist jetzt bei diesem Exemplar hier nicht so. Ich gucke mal, ob ich eins finde, das Drehwuchs hat. Hier kann man es ganz leicht erkennen, dass die so leicht schräg nach links verlaufen, diese einzelnen Borkenbahnen, wenn man die jetzt so nennen möchte. Wenn Kastanie Drehwuchs hat, dann hat sie fast immer einen linksrum Drehwuchs. Warum das so ist, das wissen die Götter. Oder auch nicht. Vielleicht Asterix und Obelix. Natürlich ist Baum allein an der Borke identifizieren ziemlich schwierig, wobei Eiskastanie, Edelkastanie schon eine, Castanea sativa übrigens, schon eine relativ charakteristische Borke hat. Aber da braucht man viel Übung, dass man das daran erkennen kann. Das Charakteristischste sind halt eben diese einzelnen Borkenwulste, die dann auch ziemlich lang einfach sind und man ihnen mit bloßem Auge quasi weit den Baum entlang folgen kann. Das ist jetzt übrigens dieses Exemplar ohne Drehwuchs. Aber dass das so einzelne Borkenstränge sind, das ist eben das Charakteristische an der Kastanienborke. Jetzt habe ich es dreimal gesagt, jetzt habt ihr es hoffentlich behalten. Tja, dann habe ich das Glück, dass noch nicht ganz Herbst genug ist. Man kann nämlich noch die Blätter eigentlich ganz schön erkennen. Die sind sehr leicht zu bestimmen und eigentlich mit nichts anderem zu verwechseln. Es sind sehr große Blätter, also auffallend riesig für alle anderen Baumblätter, die man im deutschen Wald so findet. Sie sind sehr lang, sie sind lanzettlich bis eiförmig, haben am Ende, wenn man ganz genau hinguckt, an jedem ihrer Zacken, Entschuldigung, das ist jetzt nicht ganz scharf, aber da ist dann nochmal so eine ganz kleine Spitze oben drauf. Man kann es einigermaßen sehen, wenn ich den Finger dahinter halte. Die sind charakteristisch, diese kleinen Spitzchen oben drauf. Insgesamt die ganze Blattform, die ganze Blattgröße. Dann sind die gekerbt bis gezahnt am Rande. Das ist auch sehr charakteristisch und haben vorne eine, ja, recht unspitz zulaufende, aber doch halt eben eine entsprechende Spitze. Wer will, kann auch die Anzahl der Rippen auf der Blattunterseite als Bestimmungsmerkmal nehmen. Es gibt für gewöhnlich einen deutlichen Farbunterschied zwischen der Unterseite, die erheblich heller grün ist, als das matte Grün auf der Oberseite. Das kann man jetzt aber in dem aktuellen Zustand der Blätter nicht mehr so gut erkennen. Da hätte man jetzt früher im Jahr kommen müssen. In ganz jungen Zustand sind sie möglicherweise noch ein ganz kleines bisschen behaart. Ansonsten sind sie aber im Rest des Jahres kahl. Ich spare mir alles Weitere. Die Blätter sind so charakteristisch, die kann man eigentlich mit nichts anderem verwechseln. Als zusätzliches Bestimmungsmerkmal ist es hilfreich, auch auf den Boden zu gucken. Da kann man nämlich noch vom Vorjahr bzw. vom laufenden Jahr, je nachdem, noch alte Maroni rumliegen sehen, also die Stachelhülle der Maroni. Das ist ganz charakteristisch, liegt unter jeder Kastanie, findet man noch so ein paar von diesen alten, vergammelten Dingern. Die sind dann immer noch piekig und wenn man dran langt und es tut weh, aua, 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 dann kann man sicher sein, dass es sich auch um die gute Esskastanie handelt und nicht etwa um die Rostkastanie, weil die Hülle von denen hat zwar auch Stacheln, ist aber wirklich relativ harmlos. Da muss man sich schon anstrengen, dass man sich damit wehtut. Mit dieser Hülle hier kann man sich sehr gut wehtun. Diese einzelnen Nadeln sind richtig, richtig spitz. Wenn man sich da reinhockt, dann hat man die tagelang im Hintern stecken. Ich spreche aus Erfahrung. Eine frische sieht so aus. Ein paar Worte zur Systematik wollte ich jetzt doch noch loswerden. Also die Edelkastanie ist ein Buchengewächs, genau wie die Eiche und die Buche. Oh, oh Wunder, die Buche ist ein Buchengewächs.
Jedenfalls ganz nah mit beiden verwandt, ist vielleicht einheimisch, man weiß es nicht. Man kann nicht mehr genauer Sicherheit sagen, was die natürliche Verbreitung von Edelkastanie gewesen ist, weil sie halt überall über Gesamteuropa, wo sie auch nur irgendwie ansatzweise wachsen konnte, auch angepflanzt worden ist. Wegen den Maroni natürlich. Aber dazu kommen wir jetzt gleich noch und dazu hocke ich mich jetzt in die Ecke und dann gehen wir mal die Verbreitung durch. Ja, also das natürliche Verbreitungsgebiet unserer Edelkastanie liegt vielleicht bis südlich der Alpen, Südfrankreich entlang und dann Pyrenäen. Noch vielleicht noch ein kleines bisschen bis nördlich der Pyrenäen, aber das war's dann auch. Und entlang des Mittelmeeres so in Richtung, nach Richtung Griechenland und in den Kaukasus rein und insgesamt diese Ecke da wohl so irgendwie so ein bisschen. Aber ich habe es ja schon erwähnt, man kann es nicht mehr genau sagen, weil das Ding ist kultiviert worden, überall, wo es auch nur irgendwie wachsen konnte. Damit wären wir bei den Standortansprüchen. Es ist eine wärmeliebende Baumart und braucht eine Jahresdurchschnittstemperatur von über 8 Grad. Das ist in Deutschland gar nicht mal so einfach, das zu erreichen. Und dann kommt als zweite Limitierung dazu. Das Ding ist extrem spätfrostanfällig. Also ein Spätfrost ist quasi ein Frost, der in den Frühling noch reinreicht. Also meinetwegen zum Beispiel Schnee im April, Frost im April, das wäre ein klassischer Spätfrost. Und da wäre eine junge Kastanie, die sich unten am Boden noch befindet, weil sie noch klein ist, sofort tot. Das ist absolut tödlich für die Dinger. Die bräuchte also mehrere Jahre in Folge ohne Spätfrost, um eine so hohe Höhe zu erreichen, dass sie einen Spätfrost überleben könnte. Wenn es dann mal ein großer alter Baum ist, dann übersteht er das auch. Aber ja, in jungen Jahren erstmal nicht. Und das killt einfach die Verjüngung, wenn es regelmäßig aufkommt. Außerdem müssen im Jahr eine bestimmte Anzahl von richtig schön warmen Tagen da sein. Ich meine, es sind 180. Bilde ich mir jetzt gerade ein, aber das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Vielleicht schreibe ich es euch unten hin, wenn ich der Meinung bin, dass ihr das unbedingt so genau wissen müsst. Boden. Ziemlich anspruchslos, wobei es nicht allzu karbonathaltig sein sollte. Also so ein richtiger Kalkboden ist ein Problem, weshalb das Ding auch nicht allzu weit in die Südalpen hinaufklettert. Das ist ja eigentlich so der typische Lebensraum der Kastanie. Südlicher Alpenraum bis 1000 Meter. Da stehen die Dinger eigentlich überall und produzieren auch reichlich Maroni. Und von da sind sie wahrscheinlich auch unsere Exemplare zu uns importiert worden, und zwar von den Römern, aber dazu komme ich gleich nochmal extra. In Deutschland wächst das Zeug primär in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, sicherlich auch im Saarland, wüsste nicht warum nicht. Auch wenn ich das jetzt gerade auswendig nicht weiß, ob da... Man vergisst dieses Saarland einfach immer so gerne und schnell und da kenne ich mindestens einen Saarländer, der sich jetzt gerade aufregt. wie dem auch sei, das war es so im Wesentlichen. Sie könnte vielleicht noch ein bisschen nach NRW reingepflanzt worden sein. Vielleicht gibt es da noch ein paar Bestände. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wäre aber eigentlich schon untypisch. Wenn ihr also das Glück habt, irgendwo zu wohnen, wo es diese Dinger gibt, dann habt ihr Glück. In Baden-Württemberg muss man sagen, nicht ganz im krassen Süden, da nicht. Ich weiß gerade gar nicht, warum nicht. Na egal. Und auch eher auf der richtigen Seite des Schwarzwalds. Ab der falschen Seite des Schwarzwalds wird es dann wieder schwierig. In Bayern wächst das Ding eigentlich. Wenn überhaupt, dann nur als Holzbaum, nicht als Frucht-Obstbaum, wenn man so möchte. Und in den neuen Bundesländern wüsste ich jetzt auch nicht, dass da irgendwie die Dinger wirklich vorkommen. Also wenn, dann halt eben nur als Parkbaum unter besonderen Bedingungen und Solitärstand. Aber großartig Maroni abschmeißen tut er dann auch nicht. Ja, so viel dazu. Damit wären wir bei der Verwendung angekommen. Zum Holz ist Folgendes zu sagen. Selbstverständlich ist es wie jedes andere Holz auch als Brennholz geeignet. Es ist genau genommen sogar ziemlich gut als Brennholz geeignet, da es eine sehr hohe Rohdichte besitzt. Es ist ziemlich schwer, man sagt noch mittelschwer, aber ja, es ist schon ziemlich schwer. Und ist auch
nicht so hart, weshalb es ganz gut zu bearbeiten ist. Man kann sich also durchaus seine Möbel, wenn man so möchte, aus Kastanienholz herstellen. Das ist von daher auch ganz sinnvoll, weil die Dinger auch in hohen Dimensionen eben entsprechend verfügbar sind. Man findet also große Stücke von diesem Holz. Wenn man also ganz lange in der Natur leben möchte und sich dann irgendwelche größeren Dinge aus Holz bauen will, dann wäre Kastanien eine sehr gute Idee, weil halt eben die entsprechenden Dimensionen vorhanden sind und es leicht zu bearbeiten ist. Bei Eiche wären auch die entsprechenden Dimensionen vorhanden, ist aber nicht leicht zu bearbeiten. Daher, es ist quasi die leichtere Eiche, wenn man so möchte, die etwas einfacher im Umgang ist. Hat dann zusätzlich noch den großen Vorteil, und das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal der Edelkastanie, was das Holz angeht, dass es sehr verwitterungsbeständig ist in Kontakt mit Boden. Heißt, als Pfahl, der irgendwie in den Boden gerammt wird, sei das jetzt nun für den Lagerzaun oder für den Rebstock oder für den Stängel, an dem die Tomaten hochwachsen sollen, Klimawandel, da wachsen bald überall Tomaten, oder Bananen oder Ananas, was auch immer. Jedenfalls, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr einen Stock braucht, den ihr in den Boden rammen könnt und der da lange, möglichst lange stehen soll, möglichst stabil, ohne gleich halt durchzufaulen und umzufallen, dann wäre Kastanienholz das Holz der Wahl. Die einzige Alternative dazu ist dann noch der Mammutbaum. Der hat aber den Nachteil, dass dieser Stock, der dann in den Boden gerammt ist, halt eben mechanisch nicht sehr stabil ist. Der wird zwar so gut wie nie verrotten, aber ist halt eben auch kein stabiler Stock. Bei der Kastanie ist er das sehr wohl und verrottet noch mal deutlich langsamer, als das zum Beispiel ein Buchenstock oder sowas tun würde. Da habt ihr dann 3 Jahre länger Zeit, in Anführungszeichen, um einen neuen Stock nebendran zu rammen oder was auch immer, für welchen Zweck man das halt auch braucht. Eine andere schöne Anwendungsmöglichkeit wäre natürlich, wenn man eine Fallgrube gegraben hat, in die man dann spitze Pfähle reinstecken möchte, damit derjenige, der in die Grube fällt, sich aufspießt. Also zum Anspitzen würde sich ja jedes Holz eignen, aber der untere Teil dieser spitzen Pfähle, der steckt ja wieder im Boden. Deshalb wäre es gut, eben solche angespitzten Pfähle für eine Fallgrube zum Ermorden von wem auch immer aus Kastanienholz. Ja, haben wir das auch geklärt. Und viel mehr Anwendungsbereiche gibt es fürs Holz nicht. Dann gibt es natürlich noch die Borke. Die Borke kann verwendet werden zum Gerben. Ist ähnlich wie die Eiche und die Dinger sind ja wirklich super nah verwandt. Ich habe sie, glaube ich, irgendwo schon mal erwähnt. Fast den gleichen Gerbstoffanteil und kann fast genauso gut zum Gerben verwendet werden wie auch die Eichenborke. Allerdings, und das habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo erwähnt, ist Gerben eine Tätigkeit, die man so richtig, richtig lernen muss. Das ist jetzt nichts, was du einfach mal kurz im Survival-Büchlein gelesen hast und dann kannst. Schade eigentlich. Vielleicht, wenn ich mal ganz viel Zeit habe. Nein, habe ich nicht. Wie dem auch sei, das geht auch noch. Und dann gibt es noch vielleicht eine medizinische Anwendung. Wurde im Mittelalter bis in die Renaissance so gemacht. Seitdem hat man es wohl nicht mehr gemacht und es ist auch nicht mehr besonders gängig in der Kräuterheilkunde, dass man da Kastanienbestandteile für nimmt. Aber das Zeug enthält, genau wie Eiche, eine Menge Tannine und hat damit verstopfende Wirkung. Wenn man also die Blätter, die nicht mehr ganz, ganz jungen Blätter vor allen Dingen, als Tee konsumiert oder so futtert oder tatsächlich irgendwelche Rindenraspeln sogar isst, wie das genau einzunehmen ist. Ein Tee aus der Rinde könnte man sich auch machen, der absolut widerlich schmecken dürfte. Ja, aber sowas hilft wahrscheinlich auch gegen Durchfall. Aber es gibt effizientere Methoden an Heilmitteln aus der Natur, die gegen Durchfall helfen würden. Daher, ja, vielleicht, wenn wirklich nichts anderes verfügbar ist, könnte das nochmal unter Umständen irgendwas ganz Hilfreiches sein. Grundsätzlich ist bei solchen Durchfallmedikamenten, wenn man so möchte, anzumerken, dass die parallel dazu, dass sie gegen den Durchfall helfen, also eine verstopfende Wirkung haben, gleichzeitig die Aufnahme von Mineralstoffen im Körper hemmen. Ist also so eine Trade-off-Situation. Ich habe das irgendwo anders schon mal erzählt, aber ich will es hier halt auch mal sagen, falls jemand jetzt nur dieses Video guckt. Wenn man starken Durchfall hat, sollte man wahrscheinlich was nehmen, damit man nicht verdurstet.
Aber solange der Durchfall nicht allzu stark ist und Wasser reichlich vorhanden, dann sollte man vielleicht unter Umständen auch nichts nehmen, weil wenn man eben sowas nimmt, dann verliert man auch wieder viel Mineralstoffe. Das tut man natürlich auch wieder durch den Durchfall und dann muss man letztendlich irgendwo gucken, was einem jetzt das Sinnvollere erscheint. Kann man pauschal nicht sagen, was da die bessere Entscheidung sein wird. So, das war's eigentlich im Wesentlichen auch schon. Jetzt gibt's natürlich noch so eine ganz bedeutende Anwendung der lieben Edelkastanie, nämlich selbstverständlich eben ihre Früchte, die man ja ganz hervorragend verzehren kann. Aber dazu mache ich dann nochmal ein ganz fettes Extra-Video, wahrscheinlich auch ein Zweiteiler, denn das ist ein größeres, umfangreicheres Thema und ich habe ja auch schon ein paar von den Dingern gesammelt und bin gerade ein wenig am Experimentieren, was man mit denen denn so alles Schönes anstellen kann. Also mal abgesehen von in den Ofen schmeißen und rösten und dann verzehren und sich freuen, dass die lecker sind. Maroni schmecken ganz leicht süßlich, etwas nach Kartoffel und so ein Hauch von mehlig. Wobei man sagen muss, dass sie anders als normales Mehl nicht kleben, weil kein Gluten drin ist. Das heißt, die sind auch echt eine richtige Alternative für Leute, die Glutenintoleranz haben oder irgendwie sowas. Die können Maroni fressen bis zum Umfallen, ohne dass ihnen irgendwas passiert. Das heißt, sie fallen deutlich später um, wie wenn sie Weizen fressen bis zum Umfallen. Das dürfte nämlich relativ schnell gehen, wenn sie Gluten nicht vertragen. Ich mache Witze über Minderheiten. Ich böser Mensch. Ja, zu den Maroni selber, wie gesagt, dann nochmal ein... kann man sie sehen? Kann man sie sehen? Es sind viele. Ein Extra-Video und ich gehe jetzt, glaube ich, nach Hause und mache mir noch ein paar von den Dingern warm. Habe ich was vergessen? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht es gut!